Taktik ein bisschen langsam von der Start. Und er zeigt ja Entschuldigung immer wieder und verbringt ihn das mit diesem Namen an. Irgendwann mal lerne ich das. Finale Subsahalte, und zwar ist denn Stefan Markus, da ist Mürze drin, 2 und 3. Da hinten 4 und 5, auch im Kampf hier zwischen Eberhard und Roberto. Sieht so aus, Marius in den Spielhalle, das sitzt aber richtig voll drin, das war sogar der führende Mann. Ups, hat er das jetzt weggeschmissen, das heißt, wir haben jetzt Stefan Zeitke in Führung, Marius 2, Eberhard 3, Roberto 4, Carsten Kirsch runter auf 5. Der hat zwar die ersten beiden Finale gewonnen, aber der dahinter kommt 2 und 3 und 4, das ist jetzt noch mehr offen. Immer wieder diesen kleinen Lolliderkick, immer wieder rein auf den Deckel. Das ist, weil der Doppelstart nicht auf die falsche Seite einliegt. Andreas, das ist auf anderer Seite liegen, genau. Da ist es stabiler. Genau. Ah, das enge Kampf hier, 2 und 1 und 2 jetzt. Eine Marius will da unbedingt vorbei da. Eberhard tropft von der Tür auf den 3 momentan. 1, 2 und 3 und auch hier. Na, warte. Nein, warte. Warte. Warte auf das weiße Auto. Jetzt hast du einen Schaden hinten immer noch Baden. Jetzt kannst du fahren. Passt. Also, Eberhard ist jetzt nur plötzlich in Führung. Kirsch auf 2, Roberto jetzt auf die 3. Wir haben 3 mal 4, Tinke und Teitke auf die 5, Marius nur auf die 6, Klaus Schubert auf die 7. Komplette Feld durchgewürfelt jetzt. Eine Minute 14 Sekunden noch. Hier ist immer noch auf die 2. Ganz knapp hinter hier den Eberhard. Für das Rangliste würde der Eberhard gut tun, wenn es eine Punkt hier. Kirsch hat da rausgegeben, Sigmar. Obwohl er die ersten beiden Finale gewonnen hat, lässt er das nicht hier locker gehen. 35 Sekunden, 2 Runden noch. Weit zu ranfahren, das andere ist vorbeifahren, sauber vorbeizukommen vor allem. Eberhard gerade unter Druck, 24, 22, das ist wahrscheinlich die letzte, das kann auch vorletzte Runde sein. 6 Sekunden Rundenzeit. Eberhard, 2 Mal müssen wir rum. Linie halten. Fünf, vier, ja, letzte Runde. Wir sind jetzt in den Überblick.
Überzahl. Dragan ist noch mit drin, alle anderen über die Schleife, seid ihr fertig. Dragan letzte Mal über die Schleife muss, alle anderen sind mittlerweile durch. Eberhard hat den hier gerockt und Berzo kommt jetzt rüber, alle sind fertig. Eberhard hat das dritte Finale gewonnen. Kirsch auf die 2, Roberto auf die 3, Dragan 4, Marius 5, Zeitgehör auf die 6, Schumann auf die 7.